fuck my leg. Oh yeah. This is my last resort. Ich liebe Wacken. Hallo Nico, hallo Pascal. Ja, hallo. Ja Mensch, wo fahren wir denn hin, Nico? Noch fahren wir. Und sobald wir dann in Wacken sind, in dem schönen Örtchen, würde ich sagen, warten wir. Wir machen ja so ein DJ-Set, ne? Hast du das schon erzählt? Ja. Wir fahren nämlich zum Krombacher Stammtisch auf dem Wacken und machen DJ-Set. Gummistiefel wurden gekauft, ne? Habt ihr ja gemacht? Ja, richtig. Ja? Ja, Christian, ich sag euch, wie es ist. Wenn ihr davon sprecht, dass eure Beine verschwunden sind, bin ich ganz weg. Das sehe ich als der größte Problem. Mann. Also guck morgen, also quasi ab Schnurrbart. Ja, ich habe mir so einen Strohhalm eingepackt. Ah, Pascal. Du bist ja quasi der DJ morgen, ne? Ich drehe die Turntables, Christian. Wie kann man sich das vorstellen? Morgen hast du quasi alle Songs. Was hast du gemacht, damit wir morgen ein DJ-Set machen können? Sind das einfach jetzt so irgendwie Songs ein bisschen anders oder hast du richtig... Nee, Christian, da habe ich zusammengeschustert, habe geremixt. Also wir haben ein paar Electric Callboy Songs dabei, aber nicht so, wie man sie kennt. Wir haben aber auch natürlich ein paar Greatest Hits dabei, sag ich mal. Also Kram, den man kennt, aber vielleicht nicht so kennt. Was zum Mitsingen, was zum Abspacken quasi. Wir haben, hier oder anders, haben wir Barbie Girl dabei. In der Metal-Version, die bleibt aber nicht so. Also das wird richtig gut. Oh, Nico, guck mal, wie schön. Nee. Ist das unser Hotel? Immer, das sieht ja richtig schick aus. Boah, da hat sich Krombacher aber... Oh, da die Bikebude. Immer, da hat sich Krombacher aber auch nicht lumpen lassen, ne? Hotel und Spa. Ich glaube, gespart haben die hier nicht. Ja, guten Morgen. Ja? Haben wir gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen, ja. Ja, Mensch, guck mal, welcher auch hier ist. Endlich eingetroffen. Jo, moini. Der Rateitschak. Hör mal, was brauchen wir? Hier, schnelle Brille oder coole Brille? Du kannst mit der Wahl deiner Sonnenbrille das Wetter bestimmen. Und die Sonnenbrille sagt, kauf dir ein Boot oder ein Rennrad und kauf dir kurze Klamotten und hau dir richtig einen rein. Eiskaltes Krombacher, Wacken, DJ-Set, let's go. Unten der Supermarkt. Rechts. Ja, genau. Ja, geht los jetzt. Also mein erstes DJ-Set. Ich stehe zwar nur dabei und mache. So, dann wird auf eine neue Runde auf 50 Cent, 10 nächste Runde rückwärts. Weißt du, was ich meine? Es ist jetzt vermehrt aufgefallen in den Vlogs, dass du irgendwie sehr oft auf kleine Kinder, Sandkasten und Förmchen klauen. Hinweist. Ja. Ist da in deiner Kindheit mal irgendwie irgendwas passiert, worüber du jetzt reden möchtest? Oder mir kommt so vor, als würde da irgendwas schlummern? Christian. Schlechter Moment, Christian. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da will er nicht drüber reden, okay? Das müssen wir auch akzeptieren. Na? Jetzt mach die Kamera aus. Okay. Sorry, tut mir leid. Was hast du? Schuhe, nehmen wir eine Schuhe mit. Fucken! Ich hab keine Schuhe. War peinlich, ne? Ja, ein bisschen. Bleibst du in der Gummistiefel? Pascal, vor so einem DJ-Set, ne? Ja. So, jetzt bist du jetzt quasi also auf dem Weg, bist du ja kurz zu DJ Shillo jetzt auch so ein bisschen, ne? Jetzt sogleich. Ja, aber ich sehe mich eher als Teil von unserer Electric Callboy DJ-Truppe. Christian, ich habe ja auch mal Bock, mal irgendwo aufzulegen, so auf dem Dominator. Oder, okay. Mal auf dem Perukaville. Defcon, nicht. Alter, Defcon. Defcon, ja. Also jetzt mal Shit-Talk beiseite. Nein, meine ich ernst. Kevin hat auch Bock drauf. Also so eine Electric Callboy DJ-Team ist quasi in the making. Wir testen das heute mal und wenn das gut ankommt, also da müssen die Leute ja auch entscheiden, ne? Wenn alle jetzt gleich weggehen und sagen, das wollen wir nicht hören, dann wird da natürlich nichts. Easy, alles gut.
Da ist es! Das ist unser... Das ist der Bums! Das ist der Bums? Ja, ja. Da sind die Hauptbühnen, ne? Und da sind wir! Da sind wir? Da sind wir! Geil! Mmh. Ja, Pascal. Das ist ein geiler Spot. Das war sicher dein Place to be, ja? Ja, gucken wir mal, ne? Überall. Mann, Christian, das haben wir lange schon nicht mehr gemacht. Hallo. So DJing, ne? Hi. Windig, ne? Ist das jetzt der schnellste Ausbau deiner Karriere? Ja. Ich meine, DJ sein ist geil, ne? Laptop raus und fertig. Müssen wir das festtapen? Das ist wenn der Bass gleich so oder was? Ja, weiß ich auch nicht, das sieht nicht so aus. Brauchen wir gar nicht. Stell ich trotzdem dahin. So, noch Mikro für Kevin. Ja, das ist schon schön hier, muss man sagen. Aber jetzt erstmal ein Bierchen. Mann. Nico, willst du auch eins? Nico? Nico! Oh, Scheiße. Nico! Nico, geht's dir gut? Every sour pill, my... Also, Christian, dann folgt jetzt hier Schlag auf Schlag. Da haben wir gerade noch ein Interview gemacht von Nico und Kevin. Dann in circa 20 Minuten circa gehen da vorne die Tore auf. Kannst du da zoomen? Kannst kann du da ich, ranzoomen? Kann ich, ja. Okay, guck, da. So, 14:30 gehen die Tore auf. 14:32 werde ich den Play-Button hier drücken. Das heißt, die Leute rennen hier hin, hoffentlich, und dann geht's da unten ab. Ich will ein Moshpit, ich will eine Wall of Death, ich will... Circle Pit. Ich will, dass die Leute ausrasten. Das ist mir eigentlich völlig egal, aber... Ich weiß nicht, ob das klappt, weil wir haben ja kein Schlagzeug dabei. Wir haben nur Uts. Aber das wird schon. Das wird schon, oder? Was meinst du? Das wird geil. 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 Wahnsinn, Leute. Ich liebe es. Vielen Dank. War witzig. Also ist halt kurz, aber intensiv. Ne? Also das Ding ist halt, Kevin und ich haben ja nicht den DJ gemacht, das war Pascal. Wir waren ja quasi nur die Animateure. Aber das ist ja nicht großartig anders als bei einer normalen Live-Show. Du gehst ja auf die Stimmung ein und auf die Leute ein und machst da ein bisschen Faxen und quatscht mit denen, singst ein paar Töne mit. Ja, war schon. Können wir, also würde ich wiederholen. Von hier vorne, Kevin? Ja, was denn? Hast du noch ein Resümee am Start? Ja, also genau dasselbe. Fand ich geil. War richtig, aber wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung. So. Wir haben es ja in der Vergangenheit schon mal hier und da mal gemacht und ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, weil wir ja das, was wir da mixen, ist ja nichts anderes. Das ist ja Partymucke mit Metal und das funktioniert auch ohne Metal. Also, das ist geil. Macht einfach Bock. Also, Electric Cowboy DJ-Themen lebt. Ja, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, häufiger zu machen. DEFCON 2024 meldet euch. Das Problem, wenn du DEFCON sagst, dann kann es auch sein, dass du DEFCON meinst. Also. Weißt du, von jemandem, ne, der blau von Grüni unterschreiben kann. Weiß, ne? Ja, ja. Oh, jetzt machst du ein Fass auf. Das wissen die Leute noch nicht. Dass ich hochgradig colorblind bin. Immer. So. Das ist ja, Christian, da hast du mich jetzt. Da hast du mir, hast einen wunden Punkt erwischt jetzt. Aber das ist nicht schlimm. But I love to thank you for the man.